Ja, servus liebe Kinderautoren, schön, dass ihr heute wieder bei mir reinschaut. Wisst ihr, was ich hier heute in der Hand habe? Wisst ihr, was das ist? Das sind Weihnachtsplätzchen, ja. So ganz besondere, nämlich Tannenbäume. Aber was ist das Besondere daran? Die schmecken super, klar, das tun andere Plätzchen auch, aber es gibt kaum Plätzchen, die so kinderleicht zu machen sind wie diese hier. Ich verspreche es euch. Ganz, ganz, ganz einfach. Ihr müsst nicht mal Teig machen, den Blätterteig könnt ihr fertig kaufen, wenn ihr wollt. Bisschen Marmelade drauf, ausschneiden und das Ganze dann zu solchen Schlingen aufeinanderlegen und mit einem Stäbchen fixieren. Aber wie das Ganze im Detail ausschaut, das zeige ich euch jetzt. Unsere Plätzchen sind fertig, doch auch hammergut, ja. Die sind super als Geschenk und machen einfach auch optisch was her und schmecken an sich sehr gut. Und kleiner Geheimtipp, ihr könnt sie auch nutzen, wenn ihr gewisse Reste von etwas älterer Marmelade loswerden wollt. Hier, probiert es aus. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Backen in der Adventszeit mit den Kindern. Wir sehen uns hoffentlich draußen. Macht es gut bis dahin. Für den Servus, euer Uli.